Okay. Ich vermute mal, dass wir heute mal ja den harten Kern von den ganzen Anti-ACTA-Demonstranten hier haben. Umso wichtiger ist es, dass ihr erscheinen seid und umso mehr meine Wertschätzung fürs Auftauchen und so weiter. Dankeschön. So. Ich bin der McFly vom Chaos Computer Club. Der eine oder andere von euch hat mich ja hier schon bei den vergangenen Demos gesehen. Schön, dass wir doch so viel zusammengekommen sind. Ja, man hat in letzter Zeit den Eindruck bekommen, dass es nicht mehr notwendig ist, gegen ACTA zu demonstrieren, weil ACTA ja quasi schon tot ist. Ich persönlich glaube das erst, wenn ACTA auch durchs Parlament entsorgt worden ist. Und selbst dann, ACTA wird nicht das letzte Abkommen gewesen sein, was Lobbyisten aus verschiedenen Industrien versuchen durchzudrücken. Leute, die glauben, dass es ein Verbrechen ist, wenn ich mit meinen Freunden meine Musik teile. Leute, die glauben, dass es ein Verbrechen ist, sich zu informieren, wie man Datenträger kopieren kann. Leute, die glauben, dass es ein Verbrechen ist, kranke Menschen in Afrika mit günstigen Medikamenten zu versorgen. Erst gestern, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt auf Slashdot, hat mal wieder ein kanadischer Ableger dieser Fundamentalisten für, wie sie es nennen, geistiges Eigentum sein Weltbild offengelegt. The Canadian IP Council, das besteht aus der Musikindustrie, der Filmindustrie, Teilen der Softwareindustrie und der Pharmaindustrie. Kennt man ja irgendwie schon, die Truppe da, ne? Also, wenn man sich mal so anschaut, was sie in den nächsten Jahren auf der Agenda haben, dann ist es mit ACTA noch lange nicht vorbei. Die feuchte Wunschliste von denen, das ist nämlich echt krass. Also die finden zum Beispiel, sind der Meinung, dass man Webseiten und Suchmaschineneinträge blockieren muss. Sie wollen Haftung für Werbetreibende und für Payment-Provider auf File-Sharing-Plattformen oder Sachen, die sie dazu beschuldigen, das zu tun. Sie wollen eine komplette Internetüberwachung an, jetzt wird es spannend, an den Landesgrenzen einführen. Und sie wollen eine generelle anlasslose Internetüberwachung mittels Deep Packet Inspection. Das alles natürlich ohne richterliche Anordnung. Und auf Zuruf von ihnen selbst. Und auf Staatskosten. Ich finde, wir müssen nur sagen, stopp. Keinen Schritt weiter. Eine winzige Sparte der Industrie, verantwortlich für sehr wenige Arbeitsplätze und noch weniger Umsatz, wird unser Grundrecht auf Meinungsäußerung im Internet einstampfen. Denn, und das sage ich nur ich alleine, und das sagen wir auch hier nicht alleine, das sagt auch das Bundesverfassungsgericht, wenn ich unbeobachtet seine Meinung äußern kann, der wird sein eigenes Verhalten verändern und verstummen. Meine Damen und Herren, wir erleben gerade, wie eine kleine Sparte, deren Geschäftsmodell am Ende angekommen ist, wild um sich schlägt, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Grundrechte von Bürgern und auf dem Rücken von ihren eigenen Kunden. Es sind Unternehmen aus einer Zeit, die uns fremd geworden ist, wo Musik auf großen schwarzen Scheiben gepresst wurde, wo File-Sharing noch mit Magnetbändern mit einem Stück Plastik ging. Das kommt aus Zeiten, wo man Lagerhallen gebraucht hat, um das so verwahren, was man so als normaler Mensch heutzutage auf seinem Rechner haben kann. Ich wollte zuerst schreiben, dass wir uns irgendwie wie Postkutschen vorkommen werden. Irgendwann. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es schon so. Wer spricht heutzutage noch von File-Sharing? Wer heutzutage noch von File-Sharing spricht? Als sei das etwas Neues. Den möchte ich daran erinnern, dass MP3s älter sind als die meisten Leute hier auf dem Platz gerade. Wir feiern diesen Monat den Geburtstag von Napster. Kennen das schon einige noch? Wisst ihr, wie lange das her ist? Der 13. Geburtstag von Napster. Das sind heute keine neuen Medien mehr. Das ist kein Trend mehr. Das ist keine Modesache. File-Sharing ist Alltag. Und dass die ganze Content-Industrie immer noch keine Antwort darauf zu bieten hat, als den ganzen Alltag uns verbieten zu wollen, das ist ganz allein ihre eigene Schuld.
Sie haben das Internet zuerst ignoriert. Dann haben Sie es nicht verstanden. Und jetzt versuchen Sie es mit aller Gewalt aufzuhalten. Dabei hätten Sie, Apple beweist das, eigentlich ganz gut verdienen. In den letzten Wochen gab es so einige offene Briefe von Künstlern und solche, die es gern wären. 100 Urheber hier, 150 Autoren da und so weiter. Mir macht das Sorge, dass ausgerechnet Menschen, die von ihrer geistigen Kapazität leben, zu kurzsichtig sind. Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, die eigentlich nachdenken sollten, die verstehen sollten, was die Konsequenzen ihrer Aufrufe sind. Oder ist es doch dann eben so, dass die Moral halt erst nach dem Treffen kommt und jedes Mittel zurecht rechts zu sein scheint? Wir sehen noch von ACTA, wir sehen noch doch wieder ein IPS-2. Ich vermute, die meisten, die hier sind heute, wahrscheinlich zum zweiten, dritten Mal, haben sich bereits relativ intensiv mit ACTA beschäftigt. Das heißt, ich drösel jetzt nicht nur mal auf, weil das so ein Kleinkram alles genau ist. Ihr wisst ja, wie das mit diesem geheim ausgehandelten Vertrag, der drei unterschiedliche Probleme für jeweils unterschiedliche Industriesparten lösen sollte, so problematisch ist. Wir demonstrieren aber auch gegen IPRED-2. Das ist der Nachfolger des IPRED-Abkommens und dort werden wir all die Ideen aus ACTA wiedersehen. Und hier finden wir die gleiche Grundidee. Dass Bürgerinnen und Bürger als Verbrecher angesehen werden. Dass Bürger und Bürgerinnen überwacht werden müssen. Dass ihnen Teile des Internets, Teile von Wissen vorenthalten werden müssen. Der AK-Vorrat wird da, soweit ich weiß, zu IPRED noch was zu sagen. Aber wir demonstrieren auch gegen die Vorratsdatenspeicherung. Bravo! Vor ein paar Wochen, da gab es eine Kampagne vom Chaos Computer Club, vom AK Vorrat und vom Phobos. Gestaltet übrigens zu großen Teilen von den Arnons Hamburg hier. Die Kampagne heißt stop-vds.de und zeigt einige der Probleme, die die Vorratsdatenspeicherung mit sich bringt. Dort geht es um Begehrlichkeiten, aber auch das kommt uns selber bekannt vor. Und auch wenn gerade niemand drüber spricht, wird auch dieses Thema, die Vorratsdatenspeicherung, wiederkommen. Es zeigt aus meiner Sicht ein deutliches Selbstbild von den Mächtigen selbst und wie sie wie uns, die Bürger, sehen. Dass die Macht, die vom Volke ausgeht, als Gefahr angesehen wird. Warum sollen sie uns sonst komplett überwachen? Warum wollen Sie die Daten, also Name, Geburtsdatum, Adresse, Standort jedes Beteiligten eines Telefongespräches wissen? Warum wollen Sie wissen, wer wem E-Mails schreibt, wer welche IP-Adresse bekommt, wenn er ins Internet geht? Von allen, nicht von Leuten, die einer Straftat beschuldigt werden. Je mehr Daten anfallen, desto bequemer da wird man. Desto mehr falsche Verdächtigungen wird es geben, und desto leichter wird es auch sein, die Kommunikation im Datenrauschen zu verstecken. Und die E-Mail-Überwachung ist heute, wo die meisten oder viele ihre E-Mails eh bei einem großen Provider auf der anderen Seite des Atlantiks haben, dann eh so ein bisschen schwieriger geworden. Man bekommt auch einen Eindruck, was die Mächtigen und diese Spartenindustrien, die das Gefühl haben, darunter zu leiden, vom Internet und von den neuen Technologien verstehen. Ich bekomme mir ganz persönlich den Eindruck, dass das Internet für die immer noch so eine schwarze Kiste ist mit einer roten LED drauf, die dann munter vor sich hinblickt und sie selbst in die Ecke drückt. Das Konzept, dass es ein Kommunikationsnetz gibt, das über Ländergrenzen hinaus beruhigt die komplette Verwertungsindustrie, die ihr Geschäftsmodell bedroht sieht. Und es beruhigt die Innenminister, beunruhigt die Innenminister, die eine gewisse Machtlosigkeit dort sehen. Das Internet ist nicht mehr einfach so an Staaten gebunden. Und dann Zuständigkeiten. Sie haben Angst vor den mündigen Bürgern, die sich an ihnen vorbei, die sich an den von ihnen beeinflussten Massenmedien vorbei informieren. Sie haben Angst vor den mündigen Medienkonsumenten, die aus ihrer Sicht alles potenzielle Raubkopierer sind. Sie haben Angst vor uns. Dabei sind die mündige Bürger doch deren Wählerwillen. Dabei sind die mündige Bürger von deren Wählerwillen die Macht nach der Verfassung eigentlich ausgehen soll. Erinnern wir Sie daran. Wir sind diejenigen, die im Lebensraum Internet leben. Und wir werden uns das nicht einfach wegnehmen lassen. Ja.
wir sind diejenigen, die das Internet nutzen, sich informieren können, sich organisieren können. Und wirjenigen sind diejenigen, die diese grandiose technische Erfindung beschützen müssen gegen all diejenigen, die sich von ihr bedroht fühlen. Also lasst uns das auch tun. So, der nächste Ritter, die nächste Ritterin. So, der Frau McFly vom Chaos Computer Club. Hallo. Wir hören jetzt noch eine Rede von Juliana von der Grünen Jugend. Genau. Wir haben hier heute viele Gäste von der Grünen Jugend. Das freut mich ganz besonders. Hallo. Anschließend ziehen wir in diese Richtung ab, Richtung Riesendammbrücke, gehen links rum und ziehen einmal um die Alster und kommen über die Mönckebergstraße hierher zurück. Ich möchte noch einmal kurz eine kleine organisatorische Ansage machen. Hier sind Leute unterwegs, die tragen solche weißen Binden, auf denen steht Ordner. Das sind keine bösen Menschen, das sind Leute, die uns helfen, dass das Ganze hier reibungslos über die Bühne geht. Wenn die irgendwelche Wünsche haben, beispielsweise, dass ihr nicht in den Gegenverkehr lauft, dann achtet bitte auf das und folgt dem, was sie euch sagen. Das wäre wirklich sehr nett. Gut, jetzt kommt die Grüne Jugend und ich melde mich gleich nochmal wieder. Also wie gerade schon gesagt, mein Name ist Juliana. Zunächst mal, ich finde es super, dass ihr alle da seid. Zum Glück sind ja doch noch ein paar mehr Leute geworden. Und ich möchte eine kleine Nachricht vorab schicken. Also ich habe hier gerade Leute gesehen, die mit einem Plakat rumlaufen, ACTA ist gay. Wir finden, ACTA, gegen ACTA zu sein, heißt gegen sowas zu sein wie intolerant. Und wir finden, sowas geht überhaupt nicht. Das ist homophob und es kann nicht sein, dass so Leute auf dieser Demo sind. So, das kommt vorab. Nur zum Thema, zum eigentlichen Thema ACTA. Also es gibt zwei Dinge, die uns an ACTA nicht gefallen. Das ist schnell gesagt. Erstens die Entstehung und zweitens das Ergebnis. Also im Prinzip alles. Zunächst mal zum Entstehungsprozess. Die ganze Sache ist völlig intransparent abgelaufen. Das ganze Ding wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Da gab es nichts mit WTO, nichts mit irgendwelchen Organisationen. Da gab es so ein paar Leute, die sich irgendwo hingesetzt haben und sich das ausgedacht haben. Wir finden, das geht überhaupt nicht. Die Öffentlichkeit wurde komplett außen vor gelassen. Und die Entscheidungen wurden in Hinterzimmern über alle Strukturen hinweg entschieden. So soll das mit uns nicht gehen. Und der zweite Punkt zu der Entstehung. Das ganze Ding ist komplett undemokratisch gewesen. Die Leute, die das ausgehandelt haben, sind demokratisch nicht genügend legitimiert. Die Staaten des globalen Südens wurden so gut wie gar nicht involviert. Und als letzter Punkt, wo war denn bitte schön die Beteiligung der Leute, die wirklich unter ACTA leiden, nämlich die Bürgerinnen und Bürger? Wo war diese Beteiligung? Die demokratische Debatte wurde hier bewusst verhindert und das wollen wir hier und heute auf unsere Weise nachholen. Und nun zum inhaltlichen Ergebnis. Ich glaube, alle Leute, die hier stehen, haben sich damit befasst, dass dieser Inhalt, der da festgesetzt werden soll, überhaupt nicht geht. Um nur auf ein Problem, das größte einzugehen, meiner Meinung nach, ist es der Datenschutz. ACTA legt die Verantwortung in die Hände privater Unternehmen. Hier verschmelzen die Grenzen zwischen Staat und privatem Unternehmen. Die erhöhte Vermittlerhaftung setzt Anreize für verstärkte Überwachung. Und mehr Überwachung, das wollen wir nicht. Es gibt natürlich zahlreiche weitere Themen, aber ich hoffe, ihr habt euch damit befasst. Zum Beispiel der Handel. Gerade in Hamburg sind wir auf besondere Weise davon betroffen. Genauso die Hemmung von Innovation, die Einschränkung von Generika. Es gibt unzählige Themen, die auf eine unfaire, undemokratische Art und Weise abgehandelt wurden. Es ist ein Unding, dass sowohl die Unterhaltungsindustrie als auch die Wirtschaft so weit in ihre Einflussnahme gekommen sind. Es ist umso wichtiger, dass wir hier und heute ein klares Zeichen gegen ACTA setzen. Natürlich ist es klar, es ist uns allen bewusst, wir alle nutzen täglich das Internet. Wir leben in einem Zeitalter,
wo es wichtig ist, dass wir uns diese Herausforderung stellen und Regeln schaffen. Wir sind ja nicht gegen Regeln. Wir sind nur dafür, dass sie demokratisch entstehen. Und darum fordern wir eine faire und demokratische Lösung. Darum sind wir hier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Juliane. Wir werden dann jetzt losziehen, wie gesagt, hier über die Riesenbergbrücke, einmal um die Alster rum, über die Lombardsbrücke.